dir eine Chance gegeben. Kann von mir aus aussehen. Hättest sie nutzen sollen. Ich scheiß drauf, was du mir gibst. Das wird dir noch leid tun, dumme Kuh. Achte auf deine Manieren. Du redest mit einer Dame. Halt dich da raus. Das geht dich nichts an. Und ob es das tut. Du bist ja auch ein verfluchter Sonderling. Ist er. Und ziemlich gefährlich dazu. Der Schlechter von Weißgarten. Und was macht er hier? Die Bäume beschneiden? Vielleicht gibt's Ärger. Er hat das halbe Dorf ausgerottet und die Leichen des Dorfältesten und seiner Frau mit dem Pferd bis Novigrad gezogen. Lass uns abhauen. Du solltest auf deinen Freund hören. Das ist eine gute Idee. Tut mir leid. Die sollten nicht versuchen, mit uns zu kämpfen. Sie wirkten diesmal entschlossener. Du solltest dich doch nicht mit denen anlegen. Soll ich etwa Anderlinge verstoßen, nur weil diese Halunken mich bedrohen? Kommt nicht in Frage. Es ist so schön, dich wiederzusehen, Bea. Dich auch, Ciri. Wer ist dein charmanter Begleiter? Geralt von Riva. Der Geralt? Freut mich sehr. Hab schon viel von dir gehört. Ciri, hast du nicht etwas zu sagen? Richtig. Und? Was führt euch hier, meine Lieben? Ich wollte dir danken. Für alles. Ach, hör auf. So wie ich hätte jeder gehandelt. Aber nur wenige hätten es mit so viel Mut getan. Ich danke dir. Das ist für dich. Damit du dich an mich erinnerst. Oh, das ist wunderschön. Danke. Und? Bleibt ihr auf einen Eintopf? Der Wirt hat heute Morgen ein Ferkel geschlachtet. Danke. Aber wir müssen noch nach Ferneck. Ah, zu Waldo, hm? Nun, dann werde ich euch nicht aufhalten. Dort bekommt ihr bestimmt auch was Leckeres zu essen. Lebt wohl, ihr beiden. Und pass auf sie auf, Hexer. Das werde ich. Leb wohl. Aha. Ich habe gerade während der Zwischensequenz gerade mal geguckt. Ich habe nämlich Gerüchte gehört. Was ist denn hier los? Was rempelst du mich hier so an? Ey. Wow. Da rempelst du mich hier an, während ich hier rumstehe. Sagen jetzt. Also, deine Freundin, Bea. Was ist mit ihr? Nichts. Scheint nett zu sein. Geralt, du bist schrecklich. Was habe ich denn gesagt? Was ist denn in Ferneck? Dort lagern ein paar reisende Gaukler. Anderlinge. Als ich zuletzt hier war, wollte ich Triss kontaktieren. Es war nicht leicht. Ich musste fast das ganze Geld des Barons ausgeben. Triss und ich haben uns nie getroffen, weil die Tempelwache auf einmal auf den Plan trat. Danach wurde ich gesucht. Triss hat nicht versucht, dich zu finden? Wie denn? Sie wusste von nichts. Sie dachte, sie sollte eine weitere Alchemistin treffen, die aus Novigrad fliehen wollte. Ich wollte sie nicht in Gefahr bringen. Wie auch immer. Ich wurde verfolgt, gejagt und hatte keinen müden Kopper mehr. Dann traf ich Waldo. Er und seine Truppe haben mir geholfen. Mich Bea vorgestellt und durch Bea habe ich Rittersporn gefunden. Den Rest kennst du. Ich wollte auf jeden Fall mal sagen, Witcher 4. Witcher 4 wurde ja letztens angekündigt. Habe ich irgendwo mal gerüchteweise gehört. Jetzt habe ich gerade mal eben nachgegoogelt. Ist tatsächlich hier, soll tatsächlich... Wurde angekündigt, dass das wohl in Entwicklung ist. Und wann das rauskommt, da gibt es wahrscheinlich noch kein Datum für, aber... Ja, nice. Witcher 4. Werde ich dann wahrscheinlich auch irgendwann mal spielen. Du wirst erstickt. Denke ich, ja. Das ist, hab ich gerade einen Artikel gelesen. PCwelt.de. Scheint mir relativ. Haben noch andere Quellen gesehen, scheint mir relativ seriös. Wo ist denn dein Freund? Da! Waldo! Scheint mir so zu sein. Nachfolger für Witcher 3.
Das wären wir dann. Du Inkarnation des Teufels, wo bist du gewesen? Komm her, Schätzchen. Hallo, wer ist das denn? Hast du deinen Opa mitgebracht? Egger, du bist unverbesserlich. Lass mich dir Geralt von Riva das dann irgendwann zu spielen. Erstmal haben wir noch. Wir haben schon so viel von dir gehört. Mit Witcher 3 zu spielen. Gleichfalls. Und danke, dass ihr Ciri geholfen habt. Ach, wir hatten keine Wahl. Konnten ein Mädel wie sie ja schlecht rauswerfen. Ach, gut, dass ihr da seid. Und gerade noch rechtzeitig. Morgen wären wir weg gewesen. Ihr geht? Man wird bald anfangen, Anderlinge umzusiedeln. Wir kommen dem lieber zuvor. Ich verstehe. Allerdings haben wir gerade zwei Pferde verloren. Und zwei weitere sind zu schwach, um irgendwas zu ziehen. Wir schaffen das schon. Heute gehen wir nicht. Also haben wir heute auch keine Sorgen. Natürlich. Ich gehe zum Händler. Vielleicht kann ich unsere Mähren gegen ein gesundes Pferd eintauschen. Nicht, dass Waldo morgen doch noch Sorgen hat. Dass die nur mit diesen Anderlingen haben. Das war, glaube ich, in Witcher 1 schon so. Dass man in die Dörfer reinkam und dann immer gegen Anderlinge geschimpft wurde. Jetzt haben sie es hier auch mal hingebracht. Können wir irgendwie helfen? Oh, macht euch um uns keine Gedanken. Wir kommen immer irgendwie klar, nicht, Ciri? Was bringt euch her? Ich bin hier, weil ich um Verzeihung bitten will. Ich bin damals so plötzlich verschwunden. Papalapap. Hauptsache, du bist wieder da und gesund und munter. Das ist für dich. Alles, was du mir geliehen hast und etwas obendrauf. Ciri, du weißt, dass ich das nicht annehmen kann. Und du weißt, dass ich dich nicht ablehnen lasse. Ich hab's. Wir machen eine Wette draus. Reitest du noch Rennen? Natürlich. Dann fordere ich dich heraus. Geralt, machst du mit? Auf jeden Fall. Ein gutes Rennen, das ich mir nicht entgehen. Gerne. Ein Mann nach meinem Geschmack. Kommt. Ein kleines Pferderennen, mal nebenher. Warum nicht? Geralt, such dir eins von diesen aus. Sofort, sofort. Such dir eins aus, haben sie gesagt. Ja, okay, so viel dazu. Ey. Es war ein Frühstart. Du warst auch schon mal schneller. Ich lass dir nur Vorsprung. Okay, wir mal auf die Ausdauer achten. Diesmal nicht vom Weg abkommen. Da haben wir schon mal ein Rennen verloren. Ein relativ wichtiges. Wenn wir vom Weg abgekommen sind. Story-relevantes. Schneller, du bummelst! Pass auf, wo du hinreitest. Du fällst noch. Ich setze meine Hoffnung. Ach, haben wir schon geschafft. Na, sehr gut. Als allererster. Ich kann dich immer noch schlagen. Ich hab dich gewinnen lassen. Tolles Rennen. Wenn das nicht nach einer Feier schreit, verbringt doch den Abend hier. Wir haben ein paar Fässer von Catwins Bestem. Es gibt ein Lagerfeuer und alle versammeln sich. Das die Nacht sehr gehört gut. Uns. Das machen wir doch gerne. Besäufnis. Ich habe mich in diesem Spiel noch nie besoffen. Das müssen hat wir noch irgendwie geklärt, mal. Nicht wahr? Was meinst du damit? Also Wettzechen. Das hätte ich nie erwartet, ehrlich. Das habe ich bisher vermisst. So hier. Spielt das Leben. Also seid ihr beiden jetzt zusammen? Mit Yen habe ich mich oft gestritten, viel Drama. Ich sage nicht, dass es schlecht war, aber. Aber was? Es war anstrengend. Mit Triss ist das ganz anders. Es fühlt sich harmonisch an, ruhig, so wie es sein sollte. Noch Wein? Danke. Wie danke? Ich bin froh, dass wir hier geblieben sind. Ich auch. Das wetzt sich ein, das da müssen wir wohl, da kommen wir wahrscheinlich nicht zu. Sie mögen dich hier. Schade. Ich mag sie auch. Ich würde gerne bei ihnen bleiben, trinken und Wettreiten, von Dorf zu Dorf ziehen.
Mir keinerlei Sorgen machen. Märchenhaft. Aber zuerst müssen wir die wilde Jagd besiegen. Ich fürchte, der Kampf gegen die Jagd ist nur der Anfang. Für mich jedenfalls. Wie meinst du das? Du hast es versprochen. Ich hab Spaß gemacht. Manchmal wünschte ich, ich könnte sein wie sie. Betrunken oder albern? In beiden Fällen hast du heute gute Chancen. Das meine ich nicht. Ich wäre gern gewöhnlich. Ach, wer ist schon... Da ist ja aber die Einzige. Das ist schon die Einzige. Wer will denn gewöhnlich sein? Dein Leben gehört dir, sonst keinem. Du legst fest, bitte wer gewöhnlich bist. Sein. Geralt, ist doch langweilig. Du weißt, das hat noch nie gestimmt. Alles wegen dieses verwünschten älteren Bluts. Mein Geschenk? Mein Fluch. Es hat mir all diese Kräfte gewährt, lässt mich aber mein Leben auf der Flucht und versteckt verbringen. Damit ist bald Schluss. Wenn wir Eredin besiegt haben, bist du frei. Wirklich? Eredin ist kaum allein. Es gibt andere, die Pläne mit mir haben. Erst waren es die Zauberinnen der Loge. Jetzt ist es mein Vater. Sogar Yennefer. Du vergisst Avalach. Avalach ist anders. Er will verhindern, dass meine Gabe in die falschen Hände fällt oder außer Kontrolle gerät. Ja. Darum lehrt er mich und beschützt mich. Je schneller du diese Illusion loswirst, desto besser. Wie meinst du das? Eines Tages wird Avalach dich um einen Gefallen bitten. Vielleicht. Aber wenn, wird es noch lange, lange hin sein. Und ich bin sicher, was immer es ist, er wird mir eine Wahl lassen. Ich werde ablehnen können. Na. Hoffentlich hast du recht. Das ist Pablo. Irgendwann will ich auch jonglieren lernen. Unglaublich nützliche Fertigkeit. Endlich habe ich euch gefunden. Amüsiert ihr euch? Lagerfeuer, Wein, Jongleure. Was will man mehr? Ich wüsste ein paar Sachen, gegen die ich es eintauschen würde. Aber es könnte schlechter sein. Du wirkst bedrückt. Ist es beim Händler schlecht gelaufen? Pah, vergiss es. Einen Tausch wollte er nicht. Ich sagte also, ich kaufe. Und da hat er Mondpreise für ein gesundes Tier verlangt. Wir brauchen Pferde. Aber wir müssen eine andere Möglichkeit finden, welche zu kriegen. Oho, mir schwant Übles. Ich wusste, dass es dir gefällt. Wir wollen uns in seinen Stall schleichen. Er hat rund 30 Gäule. Da machen ein paar mehr oder weniger nicht viel aus. Kommt ihr mit? Na klar! Dafür habe ich, glaube ich, nicht mehr das Geld. Ach, was soll's. Ach, was soll ich machen? Man muss den Bedürftigen helfen. Ja, ja, ja. Ich muss sagen, so hätte ich dich nicht eingeschätzt. Wie nicht? Zuverlässig. Es wird Zeit. Wir treffen uns bei den Ställen. Wir haben schon ganz andere Sachen gemacht. Die Reit- und Pferde stehlen, das ist der schon... Der hat schon ganz andere Aktionen hier geliefert. Oha, was war denn das gerade eben? Wer weiß. Da war gerade ein Grafikbug. Ciri und ich versuchen. War es gerade Ciri ohne Haare? Geht klar.
aber ich bin Retarde. Novigrad wird beschützt und ist trotzdem verschlossen. Nicht sicher. Muss einen anderen Weg hineinfinden. Okay. Durchs Fenster. Schon mal looten. Können wir hier hoch? Allerdings. Oha, Angriffsbalken. Das ist ein Wächter. Ich glaube, der wird uns nicht so lassen und deswegen angreifen. Halt im Faustkampf. Ist nicht so laut. Scheiße, wir sind noch aufgeflogen. Genau wie die Pferde sind. Durch. Schöne Scheiße. Stalltüren für ihn zu öffnen. Das ist wahrscheinlich relativ bald. Ja, gute Frage. Wie kriegen wir das jetzt hin? Stelltüren von innen zu öffnen. Da sagst du was. Vielleicht nur Schlüssel für oder so. Ah, hier, wie wär's mit dem Schlüssel hier? Nein, da ist das nicht. Tötet hier scheinbar nichts. Ich muss die Pferde beruhigen, bevor sie die Wachen aufwecken. Ich wundere, dass sie das noch nicht getan haben. Betäubt. Gib doch mal Ruhe. Endlich. Wie viele Pferde haben wir jetzt? Juhu, wir haben es geschafft. Toll gemacht. Habt ihr die beiden Deppen gesehen, die uns jagen wollten? Sind fast über ihre eigenen Stiefel gestolpert. Danke, Geralt. Das war super. Ja, schöne Abwechslung vom Monster töten. Danke für eure Hilfe und für euren Besuch. Es war herrlich, euch alle wiederzusehen.
Haltet die Ohren steif und passt auf euch auf. Vergiss uns nicht. Bis dann. Ich muss mich von Waldo verabschieden. Na schön, dann sehen wir uns bei Rittersporn. Ich muss in der Stadt noch was erledigen. Bis dann, Geralt. Mit Jen haben wir noch was vor. Wer möchte noch Wein? Quest hilft Jennifer und Margarete zu befreien. Das können wir gleich noch machen. Dann machen wir noch die Quest mit Jennifer. Denke ich. Könnten wir noch schaffen. Und dann, ja, dann soll es heute schon mal, dann soll es für heute auch gewesen sein. Zu lange kann ich heute auch nicht mehr machen. Ich bin alles so leid. Jetzt erstmal auf zu Jennifer. Die Quest schaffen wir noch. Dann gehen wir am nächsten Stream zu Avalach. Und machen dann die letzten Vorbereitungen. Fürs Finale, maybe? Hoffentlich nicht. Wie wär's mit einem Dreier-Schätzchen? Wir haben auf jeden Fall noch. Die zwei DLCs haben wir noch, also. Ich weiß nicht, wenn das hier das Finale ist. Aber in eurem Zustand müsst ihr euch essen. Haben wir noch ein bisschen was. Ja. Was macht Jen in so einem Club? Willst du was trinken? Ich fürchte, in diesem Etablissement ist das Spülwasser noch am besten. Imlerit, war das deine Idee oder Ciris? Erspar mir die Moralpredigt über Verantwortung. Ich wollte eigentlich eine Hymne zu deinem Ruhm intonieren, aber wenn du nicht in der Stimmung bist... Das ist eine berechtigte Frage. Charmanter Ort. Warum bist du hier? Das wirst du bald erfahren. Erzähl mir inzwischen von Philippa. Triss und ich haben sie gefunden und befreit. Dijkstra hatte sie. Aber die Lage ist unter Kontrolle. Da bin ich froh. Und, sagst du mir, warum du hier bist? Ich konnte ermitteln, wo Margarita ist. Im Gefängnis in Ochsenfurt. Ich habe außerdem erfahren, dass jemand von dort geflohen ist. Er müsste bald hier sein. Ich habe mit Triss gesprochen. Es läuft nicht so gut mit der Loge. Gefährliche Zeiten. Vor allem für Zauberinnen. Jede überlegt fünfmal, ehe sie sich raustraut. Und ich kann es ihnen nicht verdenken. Was weißt du über diesen Flüchtigen? Ich weiß, dass er der Einzige ist, der je aus Deiriad entkommen ist. Jeder Wachmann in der Stadt sucht ihn jetzt. Ist er denn vertrauenswürdig? Das werden wir gleich erfahren. Er ist gerade reingekommen. Aha. Na, schon normal. Abi Faria? Wer fragt das? Wir würden gerne reden. Verdammt. Was? Was war das denn? Verfolgungsjagd. Was soll denn das für ein kläglicher Versuch sein? Ich hab dich im Blick. Pass auf, wo du hingehst, ja? Was hat er denn vor? Du musst einmal mit Kneipe rumrennen. Ich dachte, ihr hättet ein Treffen vereinbart. Ich sagte, dass ich ihn gefunden habe, nicht, dass ich ihn gesprochen habe. Was wollt ihr von mir? Lasst mich! Beruhige dich, wir wollen nur reden. Mhm. Und mir eine Klinge in die Rippen stecken und mich in die Gosse werfen. Schau uns doch an. Sehen wir wie Banditen aus? Nein, eigentlich nicht. Schön, dass du das einsiehst. Außerdem würdest du uns tot nichts nützen. Dann tut ihr mir nichts.
Nein, du erzählst uns deine Geschichte und gehst dann, wohin du willst. Na gut. Aber wir sollten wieder zur Kati gehen. Es ist unklug, sich auf den Straßen aufzuhalten. Du bist doch auf die Straße gerannt. Trink das aus. Das hilft. Danke. Was wollt ihr? Nach Deiriad reinkommen. Sucht euch einen Jäger. Sagt ihm, ihr praktiziert Magie. Er sperrt euch im Handumdrehen ein. Wir müssen rein, ohne dass es jemand merkt. Sag uns, wie du entkommen bist. Dann lebt dein Leben weiter. Angeblich kommt niemand lebendig aus Deiriad raus. Ja, so heißt es. Da dachte ich, warum es nicht tot versuchen? Aber die Leichen werden verbrannt. Sie verbrennen sie erst, seit sie erfahren haben, dass ein alter Kerl wie ich entkommen ist. Davor haben sie die Leichen in eine tiefe Grube geworfen. Die Grube ist mit der Kanalisation verbunden und die mündet in den Fluss. Wenn man den erst erreicht hat, ist man frei wie ein Fisch. Es heißt, dass Deiriad besser bewacht ist als die Festung von Vicovaro. Die Wachleute werden aus Hexenjägern rekrutiert. Der schlimmste Fanatiker. Wenn ihr wisst, was sie den Leuten antun. Jeden Tag Folter, das Rad, die Streckbank. In Frieden lassen sie einen nur an Feiertagen und wenn sie sich zugesoffen haben. Die dürfen im Dienst trinken? Offiziell nicht. Aber ihr wisst ja, wie es ist. Dann könnten wir theoretisch so reinkommen, wie du rausgekommen bist. Vorausgesetzt, wir stören uns nicht an ein paar verwesenden Leichen. Und vorausgesetzt, dass ihr euch durch das Gitter quetschen könnt. Sie haben den Auslass zum Fluss versperrt, nachdem ich geflohen bin. Da könnte Sprengstoff helfen. Damit uns die halbe Stadt hört? Ich habe eine bessere Idee. Ochsenfurt steht auf Elfenruinen. Und die müssen irgendwo mit der Kanalisation verbunden sein, wenn wir einen Weg in die Ruinen finden. Kommen wir ins Gefängnis rein. Nada. Siehst du, war doch nicht schwer. Noch ein Rat. Such dir eine andere Taverne. Hier kennt dich jeder. Danke. Was immer ihr für Pläne habt, ich hoffe, sie gehen auf. Wir auch. Bis dann. Was er über die Wachen gesagt hat, könnte noch nützlich sein. Stimmt. Es müsste glatter laufen, wenn wir wenigstens ein paar von ihnen abfüllen könnten. Sultan müsste das hinkriegen. Ich frage ihn. Treffen wir uns auf der Ochsenfurtbrücke. Zu nahe bitte die Sultan um Hilfe. Das sehe ich nicht jetzt auch zu nahe an. Wir haben schon für die Schlacht angefärbt. Wie war's? Achso, hier ist die Tür. Muss ich jetzt selbst zu Sultan finden, oder? Bringt mich das direkt zur Brücke. Ich fürchte, ich muss Sultan selbst finden. Auf ein Schäfer. Ah, nee, der ist hier. Mann, hallo, Sultan. Sultan? Geralt? Margarita wird in Deiriad gefangen gehalten. Ich habe einen Plan, um sie zu befreien, aber wir brauchen deine Hilfe. Was soll ich tun? Belade einen Wagen mit so viel Mahakama, wie du auftreiben kannst, und fahr ihn nach Ochsenfurt. Yennefer gibt dir ein Signal und dann fährst du durch die Tore und versorgst die Wache. Ach, schreckliche Zeiten. Seit die Magier die Stadt verlassen haben, sind die Jäger auf Anderlinge aus. Ein Zwerg bei den Gefängnistoren erregt nur Aufmerksamkeit. Stimmt, daran habe ich nicht gedacht. Dann gehe ich direkt zu ihr. Sie sucht einen Weg in die Ruinen unter der Stadt. Ah, schade. Schön mit dir zu reden, Sultan. Bis später.
hätte hier klappen können. Thank you.